Wales. Ach ja, genau, das hatten wir noch nicht. Ja, Wales ist auch walisisch. Ja, aber Wales ist somit eine der Orte, die mir so optisch am besten gefallen. Vor allem mit diesen schönen Wäldern. Hat man in Finnland auch schon gesehen, wie schön solche auch grüne Wälder sein können. Müssen nicht unbedingt weiß sein, um schön zu sein. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los. Und diesmal versuchen wir das Auto ein bisschen zu schonen. Hallo, ich warte, dass es losgeht. Ich habe sogar die Handbremse gedrückt, der macht nichts. Mach mal was. 5. Danke. 4. 3. 2. 1. Vorsicht! 40 rechts 2, mach zu bis 1 bergab. In links 4 sofort 90 Grad links 60. Ja, der lenkt einfach nicht, wenn ich es ihm sage. Aber das Problem habe ich jetzt schon öfter gesehen. Also ich habe mir schon diverse Videos von Dirt Rally angeschaut und an dieser Stelle, vor allem die alten Autos, vergessen wir gerne mal das Lenken. In links 6. In rechts 2, lange Kuppe. In links 4, gerade über 2 Kuppen. Der kommt einfach nicht so rum, wie ich das gern hätte. Na, jetzt hänge fest. Na toll. So, mal rücksetzen. Jetzt habe ich ausnahmsweise nicht gleich die Kamera umgestellt. In links 3, lang 60. Aber gut, die alten Autos, die sollen wohl noch ziemlich Probleme mit dem Untersteuern haben. Rechts 2, lang, nicht schneiden. In links 3, lang. Da hoffe ich mal, dass das vor allem mit Hecktrieblern mal etwas angenehmer zu fahren wird. In rechts 4, über Kuppe. Links 6, über Kuppe. Vielleicht Sprung. Rechts 3, lang. 60. Zumindest haben wir noch keine kaputte Scheibe. Ich hoffe, dass das so bleibt. Es ist viel angenehmer, wenn man auch sieht, was vor sich passiert. In links 3. Verengt sich 40. Vor einem passiert. Ah. Okay, das ist die Seitenscheibe. Das ist nicht ganz so schlimm. Rechts 6. In links 5 rechts halten über Kuppe. Links 5 rechts halten über Kuppe. Links 6 lang, in rechts 6 links, halten über Kuppe. Rechts 5 lang, verläuft über Kuppe, innen halten. Ich habe das Gefühl, die Straße ist derjenige, der hier fährt und nicht ich. Oder das Auto. In rechts 6. Also, dass die Straße hier die Befehle gibt. Links 6 durch Tor 60. Nicht etwa der Fahrer oder das Auto. Wobei das Auto eigentlich auch selten Befehle gibt. Ah, aber öfter als die Straße. Und rechts 6 über Kuppe. Ich krieg ja sowieso nur noch Blödsinn. Zurücksetzen bitte. Jetzt ist auch die Scheibe kaputt. Herzlichen Glückwunsch. In links 5 lang, nicht schneiden 40. Boah, der macht einfach nicht das, was ich gerne hätte. Kuppe und Kuppe in rechts 6 lang. Ich hoffe wirklich, dass die Schuld beim Auto liegt. Denn sonst bin ich am Verzweifeln. In links 5 lang, rechts halten, Übersprung. Das macht ja Spaß, aber noch mehr Spaß wird es machen, wenn ich mich auf der Straße 200. Halten könnte. Links 5, in Achtung, rechts 4, Übersprung, Baumstämme aus. In links 5, halb lang 100. Links 6, in rechts 3, lang mittig bleiben, Baumstämme aus. In links 6, in rechts 6. Ich war in der richtigen Spur und fährt dann graben und schießt nach vorne. Na, jetzt komme ich nicht rum. Wie er einfach nicht rumkommt. In rechts 5, über 130, kehre rechts. Ich meine, man müsste doch im Video sehen, dass ich lenke. In links, ne? 6, 60. Achtung, links 3, hängt nach außen, nicht schneiden.
In rechts 6 über Kuppe rechts 1. In links halten über Kreuz und Kuppe. Rechts 6 halb lang. Und links 4 lang über Kuppe. Und rechts 5 über 100. Links 6 in Achtung, rechts 2 macht zu bis 1. In links 4 lang und Kuppe und rechts halten über Kuppe und links 6 60. Bis Ziel. Hui. Also ich glaube wirklich, dass das Auto schuld ist. Belehrt mich eines Besseren, wenn es nicht so ist, aber ich hoffe zumindest, dass das Auto schuld ist, weil die Show, die ich hier abliefere, die ist ja schlimm. Ich meine, man sieht ja, dass ich das Lenkrad einschlage, aber man sieht nicht, dass das Auto auch dreht, nachdem ich das getan habe. So, hier geht's direkt weiter. Ich weiß nie, wann man reparieren kann und wann nicht. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Vorsicht! Und links 4, Baumstämme innen, macht auf, lang 80. Vielleicht fange ich auch immer an, mit dem intakten Auto das sofort so zu beschädigen, dass er danach nicht mehr richtig lenkt und dann beschwere ich mich dann da drüber. Wahrscheinlich wird es auch so rumlaufen, also das könnte zumindest auch Sinn ergeben. Kuppe und links 6, innen halten durch Tor 100. Kuppe in links 5 innen. Aber ich glaube schon, dass das Auto auch so extrem untersteuert, dass ich halt einfach nicht so fahren kann, wie ich gerne wollte. Rechts 5 über Kuppe macht zu bis 4. Und links halten über Kuppe 150 durch Senke. Vorsicht, links halten über Kuppe, Senke links 600. Rechts 6 über Kuppe 150 durch Senke. Links 6, halb lang Kuppe und Achtung bremsen, links halten über Kuppe, in rechts 2, macht zu bis 1. Macht auf. Ah, ich hab gelenkt. Man hat's gesehen. Ich hab den Videobeweis. Hab nur nicht gereicht. Rechts 5 und rechts 5 über Kuppe über 100 durch Senke. Mittig halten über Kuppe und Tour 100. Achtung, links halten über Kuppe, vielleicht Sprung. Mittig halten über großen Sprung. Und Kuppe in rechts 6, Kuppe 100, links 6, Posten. Boah. Na, natürlich hängen wir wieder fest. Links 4 macht zu bis 2. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob das Auto noch so intakt ist, wie es sein sollte. Wahrscheinlich nicht mehr. Das macht schon komische... gibt schon komische Fahrgefühle ab, das Auto. Also komischer als zuvor. Links halten über lange Kuppe, rechts 5 lang. Innen halten in links 5 über Kuppe 100. Immer wieder schön, wenn man die Kurven auch mal kriegt. Links 2 lang macht zu bis 1. Schon wieder hängen fest. In rechts 2 nicht steigen. Ich glaube, das Auto ist wirklich kaputt. Also, ich meine. Rechts 6 innen halten. Also kaputt ist es ja nichts. Links 4 Neues. 100 Kuppe. Aber der macht kaum noch das, was ich will. Also noch weniger als vorher. Jetzt hängt er irgendwie so auf einer Seite. Ne? Kann das sein, dass der... auf der rechten Seite muss irgendwas kaputt sein, ne? Der hängt immer so nach rechts. 130, Kuppe rechts 6. Oder? Findest du nicht auch? 100 durch Posten, links halten über lange Kuppe. Achtung, bremsen, 150 über Kreuzung. Offene Kehre links. Rechts 2, macht zu bis 1. Ja, da muss irgendwas ganz schön kaputt sein. Achtung, Tor ich höre eine Felge kratzen, glaube ich. In ne? Rechts 6, da ist doch was. Inhalten. Links 6 über Welle und rechts 6 über Kuppe. Und Achtung, links 4 lang Baumstämme. Na toll, und damit dürfen wir jetzt noch eine Weile unterwegs sein. Ach,
Ja, das war ein Reifenschaden, okay. Und der wurde jetzt repariert und das hat Zeit gekostet. Oder auch nicht, denn ich höre das Kratzen immer noch. Dann wurde also doch nicht repariert. Oder wir haben so viele Reifenschaden, dass man Reifenschäden, dass man nicht alle reparieren konnte. Und links 6 über Kuppe, macht zu bis 5 über 80. Boah, wie der auf die eine Seite zieht. In links 5 innen halten 100. Rechts 5 lang. Und links 5 über Kuppe 60. Rechts 6, 100 mittig halten über Kuppe. Okay, jetzt habe ich wenigstens eine Ausrede, wenn ich schlecht fahre. Das Auto ist kaputt. Und links 6, 80, er hat's kaputt gemacht, darüber über reden. Kuppe. Und rechts halten über Kuppe 80, links halten über Kuppe. Das Auto hat sich selbst zerstört. So. Achtung, das ist meine Theorie. 100 rechts 4 bergab. Links 6 durch Senke. 150. Links 6 innen halten 150 gerade durch Senke, mittig halten über Kuppe. Man sieht es wahrscheinlich, ich muss immer so nach links ziehen, damit er überhaupt gerade fährt. Rechts 6 über Kuppe 60. Rechts 6 innen halten. Man hört ja das Kratzen der Felge auf dem Boden. Rechts 6 lang 80. Ist wahrscheinlich die Felge, ne? Links 6 lang 80. Rechts aber du hast nicht zugehört. Ah, da kommt doch das Ziel. Na endlich. So bestimmt letzter oder so. Boah. Ich hätte das Auto gerne mal von der anderen Seite gesehen. Kann man doch bestimmt in der Wiederholung, oder? Moment. Wiederholung. Taste 2 war die hier, ne? Links ja. Vier, Baumstämme dann springe ich mal zum Ende. Kann ich das so machen? Nee, geht nicht. Das geht mir jetzt aber... Nee, so lange will ich jetzt nicht. Ich mache wieder zurück. Machen wir einfach weiter. Vergessen wir das. Und hoffentlich können wir jetzt reparieren. Das wäre sehr schön. Denn so würde ich ungern weiterfahren. Auf drei Rädern oder weniger fährt sich schlecht. Na gut, Motorräder kommen auch ganz gut ohne vier Räder aus, aber für Autos ist das schwierig. Und wir dürfen reparieren. Juhu! Na endlich. Empfehlung, übernehmen. Ich hoffe, dass das Auto jetzt wieder etwas besser funktioniert. Zurück und dann kann es weitergehen, ne? Hoffentlich haben wir jetzt wieder vier Räder. 5, 4, 3, 2, 1. Vorsicht! Ja. Jetzt habe ich geschaltet. Naja, vielleicht bringt das ja sogar was. Jetzt haben wir einen anderen Beifahrer als vorher. Rechts 6. Jetzt der alte wieder da. In links 6. Mann, die können aber schnell wechseln. In rechts 4 verläuft über Kuppe. Wie schaffen die das während der Fahrt ein- und auszusteigen? In links 6, 60 über Kreuzung. Links 1, 40. Rechts 2 nicht schneiden, hängt nach außen. Wie schlecht ich mit dem die Kurve kriege. In links 6. In Achtung, rechts 6, sofort kehre links. In links 4 lang. In Achtung, 90 Grad rechts, nicht schneiden, Baumstämme am Ausgang. Rechts 6, nicht schneiden. In links 6, 60. In links 3 lang, nicht schneiden. In rechts 6, 60 über Kuppe. Ah. Achtung, rechts 5, in links 3, eng über Kuppe. Rechts 6, Kuppe, 130. Rechts 6, in Vorsicht, links 6, mittig halten, übersprung. Jetzt dachte ich, wir wären elegant am Tor vorbeigesprungen und dann wieder auf der Straße gelandet, aber nein. Wir springen auch elegant über die Straße hinweg. In rechts 4 lang. In Achtung, links 6 lang. Über Kuppe, Sprung. Rechts 5 und rechts 5 lang, in links 6, lang über Kuppe. In rechts 6, halb lang. Durch Tor Kuppe und links 5 lang.
4, 40 Tor. Rechts 6, 40. Links 6. In rechts 3, lang 40. Rechts 5, über 80, über Kuppe, macht zu bis 3. In links 5, über Kuppe, macht zu bis 4. Rechts halten, vielleicht Sprung. Links 6, rechts 6. Gefangen, aber was hat's genützt? So, jetzt geht's weiter. Links halten, über vielleicht Sprung. Rechts 5 lang in Richtung links 6, großer Sprung. Rechts 4. Links 6, 40 Welle. Rechts 3 lang über Kreuzung in links 6, Kuppe Sprung. Rechts 5 lang 60. Links 4 lang innen halten. In Achtung, rechts halten, Übersprung, links 6. In rechts 2 lang, in links 3 lang, in rechts 6 lang. Wow. Da fährt man sich immer in den Gräben fest. Man kommt in den Gräben irgendwie ein Stein oder ein Vorsprung oder irgendwo was und man wird durch die Gegend gehauen. Rechts 4 Kuppe. Immer wieder vorne, ne? Zumindest bei mir. Links 4 lang, innen halten 100. So, so passiert's und man kommt irgendwas, was da im Graben liegt, ne? Man kennt's ja. Kehre rechts. Ach, rechts, ha. Wieso wollte ich gerade links lenken? Sah so linksartig aus. In links 2 macht zu, wenn ich einfach das machen würde, was er sagt, wäre ich nach rechts gefahren. Okay. So, das ist das Ziel. Das hat sich immer noch so kaputt angefühlt, ne? Aber diesmal hatten wir alle Räder. Sind auch ein bisschen besser. Naja, von 5 auf 4, zumindest in dieser Etappe. Und ja, das war das. Und naja, reden wir nicht mehr drüber. Jetzt kommt die letzte Etappe. Ich warte auf das Piep, da ist es und weiter geht's. So. 5, 4, 3, 2, 1. Was? Oh. Ja, ich sehe es ein. 6 und rechts 600. Ich bin bei 1 losgefahren, nicht bei los. Ärgerlich. Links 6 und rechts 5. Und links 6 halten lang 80 über Kuppe. Links 6, rechts 5, 60, rechts halten über Kuppe 150 durch Senken. Rechts 6, 150. Senke rechts 6 und links 2 halb lang über Kuppe 100. Rechts halten über Kuppe 80. Links halten über Kuppe 80 über Kuppe. Rechts 6 und Kuppe vielleicht Sprung 150. Links 6 und Achtung, rechts 6 Welle und links 5 Baumstämme außen 130. Wow. Rechts 5 innen halten, rechts 6 über 80. Da denkt man, man kriegt die Kurve, dann geht's Auto aus. Und rechts 5 verläuft über Kuppe. Rechts 6 über Kuppe in links 3 lang. Und rechts 4 nicht schneiden, in Achtung, rechts 4 lang, Baumstämme nicht schneiden, 60. Links 6 über Kuppe und rechts 5 über vielleicht Sprung, rechts 6. In Achtung, links 5 Tor und links 1 lang in Kehre rechts. Überkreuzungen. Achtung, rechts halten über Kuppe durch Pfosten. Links 6 durch Pfosten, Sprung 60, Kuppe senke rechts 3. Links 6, 60 Grad über Kuppe. Links 4 halb lang. In rechts 1 lang, in Schneiden 100. Ärgerlich. Achtung, rechts 6, Kuppe, oh. Vielleicht Sprung. Manchmal und weiß ich gar nicht, wo die,
wo die Rumser herkommen. Auf einmal macht's Rums und dann ist weg. 80 über Kuppe. Links 4 über 80 innehalten und Kuppe. In rechts 2 über 80 macht zu bis 1. Und macht auf durch Pfosten. Rechts 6 Pfosten, Vorsicht, rechts halten über Kuppe. Na. Man kann also auch vorbeifahren am Tor. In links 6 vielleicht Sprung. Ich dachte, ich probiere das mal aus, ne? Über Sprung 100. Links halten über vielleicht Sprung durch Tor. Und vielleicht Sprung und Achtung, vielleicht Sprung in links 4. Kuppe Vorsicht, links 5 macht zu bis 1. Boah, wie er einfach nicht das macht, was ich sage. Und dann ausgeht. Rechts halten über Kuppe 80 durch Senke. Kuppe rechts 6 halb lang. 150 über Kuppe Welle. Achtung, links halten über Kuppe. Links 6, 60. Rechts 6 durch Senke, rechts halten über Kuppe. 150, rechts halten über Kuppe. Achtung, links 3 lang durch Pfosten. Und Tor 80. Tor links 4, innen halten. In rechts 5, halb lang 80 durch Senke Tor. Rechts 600 über große Kuppe, vielleicht Sprung. Kehre links 100. Da wieder. Ich lenke, aber ehrlich. Ich hab sogar vorher gebremst. Um ein wenig langsamer zu sein, damit er auch Zeit hat, meine Anweisung umzusetzen. So. Das war Wales, würde ich sagen, oder? Auf dem 4. Platz hier beendet. Ein Großteil der Rückstandzeit sind Strafen, ne? Ja. Und wir sind noch ein bisschen hochgeklettert auf den 4. was Wales angeht. Kriegen ein bisschen Geld für und ja. Dann war's das, oder? Sind wir am Ende wohl Dritter geworden. Naja, ich hätte mir Besseres erwartet, aber andererseits auch nicht, weil ich ja neu bin hier in dem Spiel. Juhu, haben wir es ja geschafft. Clubman-Meisterschaft aufgestiegen. Also du bist zum Clubman-Meisterschaft. Ja. Okay, daran kann man noch arbeiten, an diesem Deutsch. Aber ich bin ja manchmal auch nicht besser. Freuen wir uns stattdessen lieber mal, dass wir es geschafft haben. So, und jetzt schaue ich mich noch ein bisschen um nach dieser Saison und guck mal, ob man irgendwas machen kann. Details. Ja, man muss einfach wahrscheinlich einfach nur fahren, um den zu verbessern, ne? Ja, genau. Je weiter du mit deinem Teamleiter fährst, desto kompetenter wird er oder sie. Mhm. Führungseffizienz. Ein Team ist nur so kompetent wie sein Leiter. Dieser Wert gibt an, welche Leistung du von deinen Technikern beim Reparieren deiner Fahrzeuge erwarten kannst. Mhm. Die Werte gehen bis 100 oder 99 oder so, nehme ich an. Dann ist 58. Naja. Naja halt, ne? Würde ich mal denken. Und wie sieht es bei ihm aus? Ah ja, das Bottesini ist der, den wir eingestellt haben, ne? Und da könnten wir theoretisch einen anderen stattdessen einstellen, wenn wir wollten. Mhm. Wenn man sich die teuersten anguckt, wie sind die denn so hoch? Ach, da hätten wir auch einfach nach oben gehen können und dann wären wir unten wieder gelandet. Hier hätten wir zum Beispiel einen, der ist in allem besser. Und auch teurer. Ach, weißt du was? Die verbessern sich doch, glaube ich, auch, ne? Hoffe ich zumindest. Hoffe ich halt, ne? Ich glaube auch schon, dass das irgendwie so war. Und dann müssen wir den ja eigentlich auch einfach im Team lassen können und dann wird er doch irgendwann auch besser.
So, dann die Garage gucke ich mir mal an. Dann müssten wir dann noch hier auch ein neues Auto kaufen können, ne? Was passiert, wenn ich hier den... Okay, die Enter-Taste bewirkt hier nichts. Da kann man also nichts mehr machen. Also man kann die Farbe umstellen, ja. Was mit den Upgrades? Was hat's damit auf sich? Moment. Muss ich mal schauen. Je mehr Erfahrungen wir mit einem Fahrzeug sammeln, desto mehr Upgrades können wir entwickeln, um den Wagen zu verbessern. Je längere Strecken du in einem Fahrzeug zurücklegst, desto mehr Erfahrung sammeln wir. Ah, okay. Ja, das war irgendwie... Hat sich doppelt gemoppelt gelesen. Du kannst den Teammitgliedern auch Boni zuweisen, damit Upgrades schneller freigeschaltet werden. Upgrades werden zwischen den Events auf dein Fahrzeug angewendet. Ah, okay. Das heißt, das Auto schaltet, also man schaltet für das Auto Tuning-Teile frei sozusagen. Und die werden automatisch eingebaut, wenn ich das richtig verstanden habe. So sieht das zumindest aus, ne? Ja, Fortschrittfahrzeuge müssen vom Team weiterentwickelt werden, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Je längere Strecken du in einem Fahrzeug zurücklegst, desto mehr Erfahrung sammelst du und dein Team. Mit dieser Erfahrung kann es Upgrades entwickeln, um es zu verbessern. Du kannst deinen Technikern Boni zuweisen, um schneller Erfahrung zu sammeln und Upgrades schneller zu entwickeln. Beachte, vollständig entwickelte Upgrades werden erst nach Abschluss eines Events an deinem Fahrzeug installiert. Okay, jetzt wüsste ich halt nur gerne, ob das auch alle sind, die man für diesen Wagen freischalten kann, oder ob da noch andere, ob es da noch andere gibt, die man freischaltet, ob das halt einfach nur nicht angezeigt wird. Naja, wir kaufen uns jetzt einfach mal ein neues Auto. Dann wird das vielleicht deutlich, wenn ich mir angucke, was man da so machen kann. So, wir gehen jetzt mal, würde ich sagen, der Reihe nach in die 70er weiter. Hier haben wir ja auch alles mit Hecktrieblern. Und ich habe mich schon entschieden, vorher, was wir nehmen werden. Und zwar habe ich mich für den Opel Kadett entschieden, weil es kommt selten vor, dass man in einem Computerspiel einen Opel zu fahren bekommt. Deswegen wollte ich die Gelegenheit gerne mal nutzen. So, möchtest du diesen Wagen wirklich kaufen? Ja, möchte ich. So, und jetzt können wir uns eine Lackierung. Was? Errungenschaftsfortschritt, Garagenplatz 2 von 4. Okay, die Errungenschaft heißt, dass man 4 Autos wahrscheinlich kaufen muss, um die Errungenschaft endgültig zu kriegen, oder? So war das doch, glaube ich. Wenn ich Steam richtig verstanden habe, mit diesen Errungenschaften. Okay, kümmern wir uns um die Lackierung. Wir haben da einiges zur Auswahl. Was gefällt mir denn da am besten? Ich glaube, dieser grüne hier, oder? Oder ein gelber. Ein gelber wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Oh, immer diese schwierigen Entscheidungen. Ich glaube, ich nehme den hier. Ich mag grün irgendwie auch ein bisschen. Zumindest dieses grün. Das hätte ich mir beim Mini gewünscht. So schwarz und grün, ne? Man weiß vielleicht, auf was ich hinaus will. Vielleicht aber auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls haben wir jetzt ein neues Auto. Und ich hoffe, dass wir das dann auch automatisch nehmen, wenn ich jetzt... Ich starte jetzt die Meisterschaft, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann, genau, und dann wähle ich das Auto aus. Alles klar. Gut. Dann tun wir das. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.